Second team ban. So, jetzt treffen wir uns wieder zum ESL ThinkFast Razor League Cup im Qualifiers 3 zwischen Northern Lions und Swaggy Dudes. Im Halbfinale sind wir schon. Und beide Teams haben dementsprechend einen relativ langen Weg hinterher, den ich nicht verfolgen konnte, weil verhindert. Und daher bin ich jetzt gespannt. Swaggy Dudes kenne ich noch nicht. Northern Lions sind ein alter Bekannter der Liga. Sehr weit vorne. Sehr weit vorne in den Plätzen und ja, durchaus experienced Users dieser Liga, würde ich jetzt mal so sagen. Hatten in den ersten Qualifiers den ersten Platz gemacht. Und den zweiten aber leider den achten, nur weil sie sehr früh gegen Leute gespielt haben, die doch ja, ein bisschen zu weit vorne waren. War relativ weit Pech für ihn. Aber jetzt sind sie wieder dabei. Haben mindestens den vierten Platz sicher. Und sind damit auch schon in der Gruppenstage. Aber gut, das zu den Teams. Dotto Dotto. Wir haben von Swaggy Dudes und Northern Lions beide mit Terrorblade und Spectre doch die Carries rausgebannt und die Imba-Helden. Und Scareth Mage überrascht ein bisschen, aber natürlich ist es auch ein Imba-Support, der dementsprechend Bans verdient hat. Death Prophet als letztes und Razor Brewmaster Prophet. Razor Brewmaster kann man durchaus verstehen. Ein Brewmaster ist sehr hart, da muss ein Team halt schon so wissen, okay, mitgeben. Damit kommen wir klar. Razor ist hingegen ein bisschen more basic, aber halt auch ein super starker Hero gerade. Und mit Nature's Prophet und Center Warrunner sehen wir halt schon die ersten starken Helden, die aber so ein bisschen auf Spezialisierung zeigen. Ein Prophet, der ist ein Early Push oder halt auf jeden Fall eine Global Presence macht und es zumindest ermöglicht, ein sehr dynamisches Spielziel zu haben. Im Center Warrunner ähnlich, denn es ermöglicht zum einen entweder eine schöne Initiation mit der Stampede und später halt auch mit dem Center Warrunner selber. Zum anderen aber auch einen sehr, sehr schnellen Disengage, besonders mit Nature's Prophet, den man doch schon 2 Sekunden vorher sieht, dass er reinkommt. Und unter Umständen dann eine schnelle Stampede durchaus Leute retten kann. Und dann ist der Nature's Prophet dann auch auf einer Lane und dann müssen sie etwas machen. Daher auch der dezent ein relativ guter Pick gegen den Nature's Prophet. Ja, Lichbann, Voidbann und die E-Bann, noch nicht so viel Besonderes. Northern Lions wollen hier auf jeden Fall sehen, dass sie keine starken Kombos mit dem Void haben, die doch relativ einfach ist. Und einer der wenigeren Helden ist die Brewmaster so ja, komplett aufhalten können zum Splitten. Auch mit BKB, dementsprechend ist es hier ein guter Bann. Und die Ancient Apparition. Noch dazu, um halt ein bisschen dieses Team Global zu schwächen. Nature's Prophet mit einer AA ist halt schon zu scary. Wenn du halt, sobald ein Eisblast trifft, könnte es halt sein, dass Nature's Prophet rein die Beat. Der Prophet Ulti muss man. Sollte man nicht unterschätzen. Aber Swaggy Dudes müssen jetzt hier gucken, was sie denn jetzt noch so bannen. Und es wird eine Vengeful Spirit sein. Interessant, von daher könnten wir vielleicht einen Batch Rider hier sehen. Allerdings wäre das ein bisschen Overkill mit Offlane und Laning Position soweit. Wäre aber auf jeden Fall ein relativ guter Pick hier. Denn wenn Batch Rider jemanden findet, ist der Nature's Prophet halt auch da. Darf man ja nicht unterschätzen. Tja, aber anscheinend haben sie noch nicht ganz so einen Plan. Brauchen die doch noch ein bisschen länger. Gehen mit dem Jakiro. Es riecht so ein bisschen halt nach Push. Sind jetzt halt schon 2 Helden, die doch Push drauf haben. Und der Crystal Maiden auf der Seite von Northern Lions, interessant. Für Razor als auch für Nature's Prophet so ein bisschen Food. Aber sorgt halt auch dafür, dass Center Warrunner und Brewmaster doch sehr viel mehr auf der Lane können. Relativ spammable Stun vom Center Warrunner, der halt eigentlich ja Mana für 1 Stun hat, ähnlich wie der Wraith King. Und auch Brewmaster, der sehr von dem entweder von vielen Claps profitiert
die so ziemlich, je nachdem welches Lineup in der Mitte ist, bei Citizen Razor, teilweise seine einzige Möglichkeit sind, in der Mitte CS zu bekommen. Das ist jetzt gegen eine Viper oder so schwieriger als gegen einen Razor, aber generell. Auf jeden Fall starke Lanes hier für Northern Lions jetzt schon. Center Warner auf der Offlane wird eine gute Zeit haben. Brewmaster in der Mitte eigentlich auch gegen Razor, ist ein relativ equal Matchup. Klar hat Razor ein bisschen mit dem Static Link immer die Nase vorne, aber Brewmaster doch einer der besseren Helden, die dagegen vorzugehen sind. Auch mit dem Drunken Brawler und dem Dodge damit. Tja. Yakiro gegen Center Warner ist eigentlich auch okay. Kann halt sehr viel Harris raushauen. Aber. Ja, dafür hat der Centaur Region ist jetzt keine Deadly Killing Lane bisher. Vielleicht kann das immer noch kommen. Und ja, mit dem Wraith King wird es doch schon so langsam ein bisschen ekelhafter. Erstes dann ist schon mal da. Und ja, nicht zu vergessen, Nature's Prophet kann auch rein TP'en. Besonders wenn er auf seiner Lane nicht so viel bekommt. Dann ist er immer auf einen Kill aus. Und dann kann das halt auf einmal eine Quad-Lane werden. Und dann kann das Center Warner halt sehr schnell in First Blood werden. Tja, tja, tja. Mal schauen, was die Northern Lions da machen will. Wir bräuchten jetzt vielleicht was, was nicht so squishy ist. Da haben wir halt wirklich zwei Supports, die, wenn Aggressive Wards da sind, so schnell mal vom Nature's Prophet gesniped werden. Außerdem sind auch noch die Carries im Pool. Ich glaube, Swaggy Dudes haben mit dem Wraith King ja, wahrscheinlich ihren Carry gezeigt. Aber Northern Lions haben hier noch die Möglichkeit zwischen härteren Dingen, wie dem Morphling oder sowas. Morphling, Luna ist ja auch letztens am Zurückkommen gewesen. Jo, starke Carries halt. Luna durchaus mit dem Center Warner und dem Brewmaster zusammen gar nicht mal so schlecht. Morphling auch ein bisschen länger. Ah, Mirana. Sehr gespannt, ob das eine Roaming-Support wird oder die Carry-Position. Könnte man mir durchaus einen Carry vorstellen. Wenn jetzt noch ein Stun-Support kommt, sollte der Nature's Prophet of the Lane gar nichts mehr bekommen. Doppelstun, Frostbite Arrow. Also Frostbite Stun Arrow sollte eigentlich genug sein, den Prophet eigentlich komplett rauszuhalten. Muss mal gucken. Außerdem CM natürlich kann ganz gut jungeln. Prophet schnell in seinen eigenen Wald vertreiben und dann ab geht's. Genau, Earthshaker werden super Support hier. Schön gemacht von Swaggy Dudes, dass sie ihn rausgenommen haben, besonders gegen Nature's Prophet und die Dreens. Hätte er da doch einiges an Potenzial gehabt. Tja, Swaggy Dudes brauchen Support, Northern Lions auch. Und Sand King, auch einer der Supports, die super dabei sind. Eventuell wäre für Swaggy Dudes noch ein Rubick im Spiel, der für Northern Lions jetzt nicht so dolle wäre. Aber Northern Lions hätten doch einige Spells doch für einen Rubick da. Besonders auch wenn es ein Stupid ist oder wenn es Split ist, wenn es ein Arrow ist, Moonlight Shadow. Crystal Maiden hat auch einige super Spells dafür. Glaube ich, hätte das einiges an Utility. Aber sie könnten halt auch einen Carry picken. Und den Wraith King als Support schicken. Muss man hier sehen. Ist ja halt doch die Frage, inwieweit Rubick ohne Escape gegen Center Warner und Brewmaster so die lustige Zeit hat. Aber. Muss er da sehen. Und sie gehen Uga Magi. Der zugegebenermaßen gerade mehr Meta ist. So sehr es mich wurmt, weil weil Rubick ein super cooler Support ist. Aber hey. Uga Magi tut's auch. Und es nützt mich ziemlich. Harte Lane. Sie haben quasi nur Tanks. Zu Northern Lions irgendwas nehmen, was damit irgendwie klarkommt. Wenn es nur vielleicht ein Dazzle mit Minus Armor ist. Und Zeta Warner und Brewmaster sollten hier ja, eigentlich schon relativ stark zerstören dann. Aber naja, wir haben noch Zeit. Stunts, glaube ich, haben Northern Lions zu langsam genug. Aber hey, 5 Stunts sind besser als 4. BKB wird auf Razor rauskommen. Wraith King wahrscheinlich eher nicht. Und Nature's Prophet, eigentlich auch nicht. Dementsprechend sollten sie okay sein ohne Stun, der durch BKB durchgeht. Aber mal schauen, für was sie sich entscheiden wollen.
Und halt auch besonders aufs Mirana und ja, es wird ein Roaming Mirana mit einem Morphling. Sehr schön. Es hat auch dieses Late Game Potential mit dem Morphling dann da. Und mit der Mirana. Bisher war es noch sehr. Sehr schwierig, halt da irgendwie wirklich durchs Midgame zu kommen. Und das haben sie jetzt, also da haben sie jetzt auf jeden Fall Potenzial, das Ding richtig late zu drehen. Gegen Wraith King ist halt immer eklig, wenn du irgendwie drei Leben hast oder so. Aber Morphling ist auf jeden Fall einer der Helden, der super dagegen antreten kann. Okay. Na dann, haben wir auf der Seite von Love Alliance Ingman, der den Morphling auf die Safe Lane tritt, zusammen mit Evasion und Saiwiti auf jeweils der Crystal Mane und dem Mirana. Und die Aura wird auch ganz gut für die Mirana sein, um ein paar Arrows zu schießen. Phantom XP in der Mitte auf dem Brewmaster und auf der Offlane zusammen CA auf dem Centaur Warrunner. Swag Boys, nein, Swag Dudes. Gehen erstmal in ihren Jungle und gucken, dass sie da nicht irgendwie exhaustet werden oder so. Und zwar mit Scythe auf dem Jokiro, Nope in der Mitte auf dem Razor, Timezor auf dem Wraith King als Carry, Helio Master auf dem Ungar Magi zusammen mit dem Support und auf der Offline Focus Italian Stallion. Italian Stallion. Auf dem Nature's Prophet, ja. Trees machen schon einiges Scouting, finden aber den Center Warren jetzt erstmal noch nicht, aber dafür haben sie die Ward. Zumindest wenn er hier runterkommt. Auch nur die Mirana guckt hier auf der Offlane. Für die Rune. Aber der Nature's Prophet wird da nicht contesten. Trees kommen auch ein bisschen spät, von daher. Wenn sie der Rune bekommen, andererseits Center Warren, das ist tatsächlich jetzt hier in der Rune. Und auch allein klauen sich hier beide Runen. Was man doch eher selten sieht. Aber ja, Double Damage für Central Warrunner wird keinen Effekt haben. Erstmal nicht auf die Lane kommen. Und so eine Bounty-Rune. Ist schon schön für eine Mirana zu haben. Die auch jetzt mit Arrow direkt den ersten in Position ist, um den ersten Arrow zu schießen. Aber aus der Position halt doch relativ schwierig ist. Um Tau vorbeizuschießen, ist doch einige große Vision. Trotzdem mal gucken, ob sie da den ersten Arrow gleich werfen wird oder nicht. Oder ob sie einfach noch ein bisschen chillt. Rear Snipe wäre auch drin. Gut. Mit dem Razor und der erste Arrow trifft tatsächlich komplett durch den Tower durch. Ich weiß nicht, wo er da aufgepasst hat. Clap ist jetzt auch geskillt. Wunderbares Timing. Allerdings sollte er vielleicht anfangen, diesen Clap auch zu benutzen. Sonst läuft der Razor da einfach vorbei. Und das war ein ziemlich krasses Mist First Blood hier in der Mitte. Razor hat noch ungefähr 120 HP und ja, Damage reicht nicht ganz, aber der Slow wäre auf jeden Fall ausreichend hierfür. Der Brewmaster noch ein bisschen geschlafen. Für Northern Lions. Wunderschöne Arrow, aber halt auch ein bisschen nicht aufgepasst von No hier, dass er in den Arrow reingelaufen ist. Halt wirklich genau durch den Tower ist und quasi 100% in Vision war. Nächste Arrow fischt. Hätte sogar einen Kill bedeuten können für den Razor. Ja. Aber nix da. Aber dennoch sieht man, die Arrows fliegen scharf. Und da muss er auf jeden Fall aufpassen. Ogre Magi muss jetzt nicht mit rotieren. Hat dem Center Warrunner oben ein bisschen Space gebracht, um auf Welt 3 zu kommen. Ich ist noch nicht ganz so weit, aber doch relativ gut dabei, doch mit Level 2. Aber klar, die Stunts sind jetzt doch ein bisschen noch nicht mal Frostbite geskillt, einfach weil, naja, einen Stunt zu haben gegen Nature's Prophet, das bringt nicht so viel wie den Slow zu haben im Endeffekt. Bei Nature's Prophet müsste man am TP abhalten, aber 5 Sekunden da. Kann er dann nachher wieder raus tippen. Teleporten. Teleport scrollen. Boots first, wie zu erwarten war. Und damit ist er relativ sicher tatsächlich auf der Lane. Weil ich im Draft gedacht hatte, okay, CM plus Mirana könnte übel werden.
Aber wir gehen hier auf den Center Warner, sollten wir nicht genug Damage haben. Der Slow ist allerdings da. Jetzt ist die Frage, inwieweit der Burn-Damage, aber sollte nicht... Oh, Stun kommt noch und das diven sie und das wird ein First Blood hier. Für den Jakiro tatsächlich, der mit dem Burn-Damage hier noch den Last Hit nimmt. Ja, hätte ich gedacht, aber auf der Mitte, gerade rechtzeitig, um nicht den First Blood zu bekommen, geht auch noch der Razor down. Das sah mir nach dem Arrow aus, aber ich hab's nicht gesehen, bin mir nicht sicher. Kann durchaus sein. Der Warner ist ein bisschen zurückgeworfen für seine Tranquil Boots. Aber, naja, war halt komplett volles Leben und ist gestorben, von daher, das war auch nur zu zweit, ne. Man auch beachten. Jakiro und Wraith King alleine reichen halt aus. Das passiert jetzt natürlich erstmal nicht, weil der Wraith King keinen Mana mehr hat und das wird sich die nächste Minute auch nicht ändern. Daher kann er hier sehr aggressiv spielen. Das Einzige, was er zu erwarten hat, ist halt Harris vom Jakiro. Miranda macht jetzt hier auch der eingezeichnete hier die Rotation hier rum, um einen schönen Arrow zu bekommen. Edge's Prophet hat besonders mit dem Slow wäre hier durchaus eine Möglichkeit für einen Arrow drin. Aber, naja. Auf die Last Hits. Wir haben einen Morphling und einen Brewmaster, der relativ gut farmt. In der Mitte dadurch, dass die Miranda halt auch immer so ein Constant Threat ist. Und einfach ja auch den Kill gekommen hat. Ist der Razor doch ein bisschen weit hinten. 10 zu 2 gegen einen 22 zu 6 Brewmaster. Northern Lines hat auch mit dem Farm von 27 zu 14 Morphling definitiv die Nase vorne. Obwohl sie auf der Offlane den Kill abgegeben haben. Aber Brewmaster Level 6 ist jetzt hier. Nach 4,5 Minuten. Das Level 4 auf dem Razor, da muss er halt auch definitiv aufpassen. Reicht nicht ganz vom Mana her für Clap Split, aber das könnte definitiv bald passieren. Quasi so, okay, sobald das hier abgelaufen ist, könnte er hier für einen Kill schon gehen. Und hier ein bisschen hoch. Hat jetzt genug Mana für einen Split und einen Clap. Und ich glaube mal, dadurch, dass er hier den Clap nicht benutzt hat, um zu farmen, zeigt das schon, dass er halt den auf Cooldown haben will und das Mana eigentlich auch haben will, sobald ein bisschen Overextended schon ist. Oder dem Miranda natürlich einen Arrow trifft, aber dann nicht zu splitten. Razor sucht hier auch schon aktiv nach dem Miranda. Findet sie hier auch und treibt sie zurück auf ihre eigene Seite. Und eventuell, dass es die Möglichkeit eröffnen würde, hier zum, dahin zu gehen. Aber was die andere Möglichkeit eröffnet, ist hier... Offling Waveform muss hier raus tippen, sollte vielleicht Morph Strengthen. Na gut. Strength Morphen so. Kommt aber doch noch raus, obwohl die Treants dann doch einiges in Damage gemacht hatten. Und Swag machen das, was sie am besten können hier auf der Lane. Fresh auf den Tower. Jakiro, Wraith King. Einfach was zu tun. Und jetzt ist es auf einmal die Miranda, die down geht. Gegenüber den Nature's Prophet, der jetzt halt von der Base war und dann gesagt hat, okay. Reintipien kann ich. Die Miranda, ja, ist Level 1, noch kein Lieb. Das ist gefundenes Fressen für so einen Sprout. Aber sie wollen hier oben Go machen, das ist ein Brewmaster. Oh, TP abgebrochen tatsächlich. Na gut. Zeta Warner wird hier langsam geslowt und ganz viel AOE gemacht. Aber so richtig reichen wird es erstmal noch nicht. Tja, 2 zu 2 auf dem Board, Alliance gegen Swag Boys. Swaggy Dudes. Swag Boys ist ein anderes Team, definitiv. Naja. Versucht hier einen Arrow zu treffen. Selbst wenn sie einen Arrow trifft, ist es halt ein Kill. Mit dem gestealten Damage dauert es vielleicht ein bisschen. Ich könnte hier in der Rune mal versuchen, einen Arrow zu treffen, aber ist ja doch zu nah dran und außerdem wird halt auch gesucht. Außerdem ist seit 7 Minuten die Rune spawnt gar nicht, wo der hingegangen ist. Der Tower scheint langsam down zu gehen. Schöner Arrow, der getroffen hat. Und jetzt kommen sie dann mit TPs und wollen hier contesten. CM ist drin, aber natürlich ein Go auf die CM. Versuchen sie vorher zu bursten. Frostblast lässt dir genug Zeit wegzukommen. Und in den Hintergrund Center Warner kommt rechtzeitig rein und nimmt die Supports auseinander. Miranda holt sich den Kill auf dem letzten und Wraith King sollte down gehen. Kein Level 6. Also Prophet holt die Bounce durch und dann kriegt er tatsächlich noch den Return Kill auf den Center Warner. 3 zu 2 getradet. Auf jeden Fall wesentlich besser für die Northern Lions. Und hier mit dem 7 Minuten Blink, der Arrow Mist.
Aber trotzdem hätte das auf jeden Fall noch gauen können. Aber jetzt ist hier Razor da. Sind vielleicht hier... Ja, Blink kommt tatsächlich noch zum Blinken und... Ja, sollte jetzt ein Split werden, wenn er es rausbekommt. Er muss es jetzt sogar rausbekommen, ja. Und vielleicht versuchen auf den Bugger-Matcher zu kommen. Mal schauen, wie weit er mehr rausbekommt. Aber... Ja, kann er nicht weiter vorgehen. Man hat auch zu viel, war eher ein Defensive Split. Muss man sagen. Hätte auch vielleicht am Anfang hier halt nach oben gehen können und dem Prophet folgen können. Wäre nicht den Rest eingelaufen. Andererseits, woher hätte das... Wer hätte das sehen können? Im Endeffekt 5:2 für die Northern Lions. Grafen sind weit in favor von Northern Lions, einfach wegen dem Morphling, der ganz gut farmt. Und auch schon einen Kill hat. Und halt auch noch nicht gestorben ist in dem Sinne. Networth, auch mit der Midas zusammen, ist halt schon einiges. Aquila, Midas, Threads, bald. Argold. Ist einiges. Aura wird nicht so hoch geskillt, aber es reicht durchaus hier, um quasi das ganze Lineup vor das Mana zu halten. Das sorgt natürlich dafür, dass sie quasi immer bereit sind zu fighten hier. Stampede ist da. Kills werden erstmal schwierig zu bekommen sein. Ich habe Prophet Ultibons durch, das hat sie direkt verleitet, eine Stampede zu benutzen. Weil sie da definitiv mit gerechnet hatten, okay, wenn das Prophet Ultibons, dann gibt es hier Action. Aber, kommt nix. Trotzdem definitiv auf der Bottomlane versuchen sie jetzt Morphling ein bisschen das Leben schwer zu machen. Sie sehen halt, okay, Morphling gegen Wraith King, er outfarmt uns. Sollen das gegen machen. Haben wir auch gesmoked, der erste Stun ist draußen. Strength Morph wird angeworfen, aber zu viert. Waveform raus, könnte reichen, aber Plasmafeld reicht. Fünf Leute auf der Bottomlane. Müssen auf jeden Fall aufpassen. Turn wäre ein bisschen schwieriger. CM versucht hier rauszukommen. Wird gesehen, aber zu spät. TP zum T2. Und entweder müssen sie jetzt schnell traden. Was schwierig wird, da ihnen der Damage so ein bisschen dafür fehlt. Oder, ja, hier fighten will man eigentlich auch nicht. Der Raider ist tatsächlich ein bisschen weit vorne und wird hier einfach down gehen wahrscheinlich. Aber 5 Sekunden Split, das ist bitter. Müssen sie jetzt hier aushalten. CM wird down gehen. Die ersten TPs schon. Frage ist, ob sie da auch rechtzeitig kommen. Morphling kommt jetzt hier rein, TP'd. Erst das dann, ja. Kriegen sie aber nicht. Und Split wird jetzt vom Brutmaster gleich da sein. Kein Fireblast möglich gewesen. Kriegen ihn zu den Ogre Major, eins dann noch rausgehauen. Um Center Warner scheint nichts mehr anzuhaben. Also TP'd ist genau jetzt rechtzeitig da, aber weiter wollen sie nicht. Finden ihren Wraith King. Könnten jetzt benutzen, um da rauszukommen, denn Specs sind wieder da. Disengage mit der Stampede. Und alles back to beginning. 6:6, den Tower haben sie bekommen. Aber haben auch zwei Helden dafür verloren. Tower für zwei Helden. Ja. Müssen sie gucken, wie weit das wert ist. Nature's Prophet hat jetzt hier rantipiert. Schöner Dodge, aber. Das ist halt auch das Problem. Pity, aber ich glaube. Zu spät. Ah, das wäre sogar ein Crit gewesen. Das ging um Millisekunden. Aber kommt weg. Schön. Schön hat er auch gesehen. Okay, Stun war draußen. Kein Stun ist mehr drin. Ein Arrow geschossen, um den Damage, der rauskommt, zu minimieren und dann zu TP'd. Nicht alles in direkter Shift-Reihenfolge, aber doch gesehen, was möglich ist und schnell TP'd. Link-Ding auf Wraith King. Initiation ist somit jetzt auch von Swag da. Aber Center Warner hat den auch bald. 150 Gold noch. Kriegt den Haste-Rune. Sind sehr erfreut. Bounty-Rune geht dann an Razor. Mit dem Camp hier oder einem der Camps unten. Eventuell das Hardcamp hier. Was ihm CM anscheinend lässt. Und dann hat er einen Blink-Digger. Würde es ja noch mit Haste ausnutzen, um ihn direkt zu holen. Mirana muss hier ein bisschen aufpassen. Kann aber. Schafft es hier nicht. Oder ist ein bisschen zu früh und. Oh, Team Global, okay. Aus Plasmafeld und Nature's Prophet und. Rage Drawings auf der Map. Aber gut, Center Warner kriegt jetzt hier seinen Blink. Und. Müssen jetzt halt schauen, ob sie jetzt halt schnell. Ob sie da noch rechtzeitig zum Deffen sind.
Akira haut auch einiges an Harris auf den Tower raus, Level 3 Liquid Fire nur. Aber das ist halt schon einiges auch mit dem Cutter, was da halt oben noch steht. Damage raushaut. Naja, das Mac müssen weiter Pickoffs machen und Pressure auf den Tower machen. N-Lines müssen farmen und halt auch Pickoffs bekommen mit dem Brewmaster und mit dem Center Roll, ne? Ist eine Zeit, jetzt die Zeit ist, wo sie was machen wollen. Nick-Digger auf dem Center ist noch nicht gezeigt worden. Auch für eine Überraschung sorgen, aber Morphling wird wahrscheinlich hier. Auf jeden Fall warten sie auf ihn. Mit dem Razor haben sie wahrscheinlich die Rotations genug. Ah, noch jetzt zu 3. Oh, wunderschöner Dodge von Morphling. Ich glaube, da ist er home free. Oh, TP sogar. Okay. Auch wenn er Eisbahn. Sehr knapp, aber gut, er hat gesehen. Nature's Prophet kommt rein, ich muss da raus. Akira ist noch weit genug entfernt. Einfach raus und gut ist. Ah, Blinderstun. Miss. Aber Brewmaster kommt gleich noch. Tatsächlich, aber mit dem schönen Fire Ignite ist der Blinkdick auf cooldown und Ogre Magi kommt weg. Schön gemacht. Relativ viel wert hier, dass er da überlebt. Sonst würde er nämlich weiter dieses Centaur Brewmaster Killing Duo fiehen. Was durchaus schwierig wäre. Morphling ist wieder da, wo er eben war. Sagt sich, okay. 20 Sekunden noch für mein TP, aber ich traue mich mal wieder dahin. Ja, ist auch noch Tanky, hat die Threads. Kannst du Not Strength morphen, die Threads auf Strength machen und dann einiges. Mecha wird vom Ogre Major mitgebracht und zu 5 pushen sie jetzt hier den Mitte Tower. Den Northerlands fallen lassen und dafür ihren eigenen Tower auf der Botlane holen. Allerdings glaube ich nicht, dass Zweck hier stoppen werden. Und so wie es scheint, einfach weiter, denn Push sind sie definitiv schneller hier als die Northern Lions. Allerdings müssen sie aufpassen, dass sie da nicht geturnt werden. Wenn hier die TPs reinkommen, und so langsam kommen die. Glyph ist draußen, Mast-TPs kommen hier rein, aber auch nur hinten rein. 2 Sekunden, 1 Sekunde für Stimpede. Moonlight Shadow ist an. Sie das gesehen haben? Nein, scheint es nicht so. Und das könnte richtig übel werden. Und, oh, Double Clap, Double Stun. Stampede ist draußen. Center Warner hat seinen Dienst getan und ist auch schon Invis und geht hier einfach weiter rein. 2 Tod von Swag. Brewmaster Ulti geht rein. Chasen den Ogre Magier, der tanky ist, aber wahrscheinlich nicht genug. Da ist es der Center Warner, der ihn cleant. Offling hat ein Problem hier gegen den Center Warner. Aber es ist dann keiner mehr da. Kommt das Strength Wolf gerade so weg. Es hat gerade für einen gereicht. Plasmafeld macht auch die CM noch da, aber ein Trade von einer Crystal Maiden gegen jetzt auch noch den Razor. Das ist ein 4-1 Trade und den Wraith King kriegen sie hier nochmal einmal down, aber ich glaube, Center Warner wird damit mit seinem Leben bezahlen. Ja, das erste ist dann drauf. Und da zurück, andererseits die ersten DPs kommen rein, aber von Nature's Prophet jetzt und schönes DP raus, Blink raus, bevor da mit dem Nature's Prophet auch noch sich hätte anlegen müssen. Wird ein wunderschöner Fight, aber ein kompletter Vibe von Swag hier. Also gut, technically. Technically Wraith King nicht wirklich, von daher 4-2 Trade. Sehr, sehr schön defended, aber der Tower ist auch trotzdem down. Kriegen hier die Fights, die sie haben wollen. Aber zum Preis von Tower, die natürlich Swag auch weiter vorbringt. XP ist noch im Northern Lions, aber auch tatsächlich Networth ist even und das bei den Towern. Northern Lions haben einen T1 Tower, wogegen X-Wag natürlich alle T1 Tower und einen T2 Tower schon haben. Dementsprechend 3 Tower Vorteil. Das sind 6k Gold, die ihnen hier durch Farmen fehlt. Halt Lasted Denies ist einiges. Halt auch Brewmaster 3-0, Orfling 3-1. Das sind halt Stats, die durchaus hier einen Unterschied machen. Aber X-Wag haben halt tatsächlich mehr das 5-Man-Lineup. Und mal schauen, ob es der Unterschied ist. Oh, da kommt er gerade noch so rein, aber... Oh, Brewmaster kam rechtzeitig mit der Stampede ran. Und hat ihn down geklappt. Nature's Prophet down, die Frage ist... TPs verwendet und... Können sie rechtzeitig nach unten TPen? Wenn das sollten sie die... Ja, ich weiß es nicht. Arrow trifft, aber auch... Auch nichts. Brewmaster Split ist nicht ready. Und da geht hier tatsächlich der Tower einfach so down. Oh, Miran in den Night Tower. What a play! What a play! Richtig schön gemacht. Ah, Clap Mist. Oh, oh, da müssen sie jetzt aufpassen. Eventuell sogar der Stun zu wenig sein.
Wird hier hochgewirbelt, sicher, sicher. Downgeburged, Stun. Schöner, direkt in Arrow rein. Rechtzeitig gepurcht. Ups. Wollte der Razor da schon sein? Bin mir nicht sicher. Sollte hier Freezing Field und Ulti. Na, okay. Wird hier nicht benutzt. Sollte, hätte vielleicht benutzt werden sollen hier. Denn der Damage ist jetzt gerade das, was fehlt. Und die CM wird da wahrscheinlich mal wieder sterben. Ja. Haben den Ogre-Matcher bekommen, aber verlieren im Endeffekt noch die CM durch den Chase. Und das Brewmaster-Split ist leider auf cool, jetzt gerade wo das Ex kommt. Hat auch so eine bittere Sache. Ich glaube, das wird Roshan erstmal sein. Wo wir da schön mit den Trees reingehen können. After Storm ist on Cooldown. Immer noch Reincarnation on Cooldown. Jetzt mit Level 11. Nächstes Mal wird es nicht mehr so lange dauern, aber erstmal auf Cooldown. On Cooldown. Aber das sollte jetzt hier erstmal ein Rosh werden. Keine Wards für die Northern Lions. Die werden es wahrscheinlich riechen, aber contesten halte ich nicht für möglich, besonders nicht mit der Positioning, die da ist. Ohne Moonlight Shadow und Split wollen sie dann nicht fallen. Und das scheint nach einem Roshan fürs Wack auszusehen. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen, dass sie da nicht weitere Pickoffs bekommen, weil das könnte dann sehr, sehr schnell Rex bedeuten. Und soweit Northern Lights jetzt auch schon voraus sind in Sachen Farm, schon einiges, 3000 und auch knapp 7500 XP. Das sollte es jetzt ein bisschen runterziehen, aber halt trotzdem, wenn sie hier Kills abbekommen, kann es sehr, sehr schnell Rex bedeuten. Und in der Stage müssen wir jetzt gucken. Halt auch, ob sie hier fighten wollen. Sie müssen Pressure von T2 machen, sodass erstmal die Lanes erstmal gepusht sind. Gegen Nature's Prophet wird das natürlich nicht ewig funktionieren. Aber Irana sollte vielleicht nicht AFK sein hier. Ups. Bezahlt dafür mit ihrem Leben. Ja. Auf dem Niveau ein bisschen AFK zu sein, ist natürlich tödlich. Frage ist halt jetzt, ob sie hier noch reinsehen. Aber ja. Waveform Replica. Erstmal raus. Zweck haben ihren Dschungel damit wieder eingenommen. Brewmaster Haste und Exsplit. Tja, ich glaube, der will demnächst Dinge haben. Elo verfolgt ihn. Aber es ist nur der Manta Elo, soweit ich das hier sehe. Stirbt auch ein bisschen schnell. Ja, wollten da eigentlich den Brewmaster haben, aber hatten halt noch nichts, was ran kann. Wraith King ist das Einzige, was blinken kann bei ihnen. Und da ist halt schwierig, da ranzukommen. Denn. Ja, Stun kann Wraith King halt nicht tun. Wenn er wird wegblinken, müssten sie halt vorher einen Fury-Ulti machen. Und ja, das für einen Kill ist halt auch so eine Sache. Außerdem 12 Sekunden auf Cooldown. Naja. Wenn jetzt erstmal den T2 auf der Top-Lane angehen. Die Swaggers. Schöner Aggressive Ward und damit let the siege begin. Ja, holen jetzt hier einen T1 Tower und werden wahrscheinlich dann zurück TP'en. Brauchen auf jeden Fall ein paar Tower, um noch hier im Spiel zu bleiben und nicht zu weit zurückzufallen. Denn sie brauchen halt auch den Vorteil, um gegen den Push zu kommen. Gegenzukommen. Aber wir müssten jetzt zurückkommen. Es sei denn, sie wollten das Ding traden. Ich mir aber tatsächlich nicht so sicher bin, ob sie das tun sollen. Aber es bleibt ihm wohl nichts anderes übrig. Aber natürlich, Zwerg werden hier nicht aufhören. Okay, jetzt direkt, wo ich das sage, natürlich Masterpiece rein. Die zwei raus. Wraith King ist mittendrin, aber jetzt sollten sie das engagen. Aber da ist Orion, der zumindest mal wieder die Crystal Pale holt. Das ist ein Scheißspiel für eine CM. Die Arme. Baut wahrscheinlich auf ihr BKB schon, aber das wird noch einige Zeit brauchen, bis es fertig ist. Haben die CM hier bekommen. Haben auch ihren Tower gerettet. Klar wirft sie das ein bisschen zurück in Sachen Pushen, aber nicht so schlimm für sie.
So, Brewmaster, mal schauen, ob er hier splittet. Wird er wahrscheinlich nicht tun. Allerdings ist er halt auch sehr greedy. Und wird dafür vielleicht mit seinem Leben bezahlen, muss hier splitten. Aber lässt es... Ah, Invis-Rune. Gerade so doch noch bekommen. Der letzte Tick hat da ausgereicht. Viel zu greedy. Aber immerhin hat er seinen Split noch. Oder den Split. Würde es hier eng werden. 100 Sekunden ist noch ein Cooldown. 120 Sekunden ist noch ein Cooldown, den man hier nicht unterschätzen sollte. 120 Sekunden ist schnell, meine Rex. Und Split ist so einige der Dinge, die sie gerade halt überhaupt haben. Halt blöd. Ja, wir schauen uns mal die Grafen an. Alliance XP geht ein bisschen nach unten. Klar, irgendwann ist das der Fall. Dadurch, dass sie den Tower hier nicht getradet konnten, ist dort auch der Goldkraft wieder am runter tippen. Beide Seiten haben hier oben Wards. Chris Mann hat D-Wards und wird vielleicht hier den D-Ward setzen. Aber generell, Farben sind Other Lines richtig weit. Die Frage ist halt, wie weit sie es noch treiben können. Und wann der Morphling halt auch irgendwie... Ja, hat halt jetzt einen Linkens, aber es hilft ihm im Teamfight nicht wirklich. So, das E-Blade ist halt dann, wenn es richtig was wird. Irgendwie halt mit Fighting-Items. Ist halt ähnlich wie ein Weaver, der dann jetzt... Naja, so. Nach der Linkens irgendwas hat. Und kriegt hier nicht mehr den D-Wort hin. Link rein. Und die 10 müssen wir wieder down. Hätte hier vielleicht doch sich suiciden sollen am Observer Ward. Aber not gonna happen. Wave wird abgeklippt. Eventuell kriegen sie trotzdem hier genug, um den Tower hier zu pressuren. Ja, scheint so der Fall zu sein. Mal gucken, ob sie TP'en. 1 TP, 2 TP, okay. Haben halt auch die Illo bekommen, aber trotzdem Morphling sollten sie nicht bekommen. Einfach raus. Bei Form und DP. Ja. Just Profit hat auch einen Blink. Ist halt auch okay. Tja. Ich würde jetzt bisher sagen, dass Swags einen kleinen Vorteil auch schon haben. Die Northern Lions sind sehr, sehr, sehr ihrer Ecke gerestricted. In Sachen Bewegung. Können nicht so oft über den Fluss gehen. Und das ist halt so eine Sache. Northern Lions haben einen großen Vorteil. Sie haben den Vorteil hauptsächlich in Helden, die Solo-Kills machen können. Das Problem ist jetzt hier, wenn sie zu fünft Lanes pushen, wird das halt einfach nicht passieren. Und in Sachen Teamfights haben Swag ähnliche Dinge hier wie die Northern Lions. Klar, Split ist einiges, Offling ist fett und so. Und Center Warner kann halt immer den Unterschied bedeuten. Aber... Swagger-Dudes sind hier definitiv nicht zu unterschätzen. Und haben halt ähnlichen Teamfight. Und damit ist halt auch wieder der nächste Teamfight entscheidet. Ob hier Rex down gehen oder halt auch nur ein T3-Tower. Und in Other Lines. Splitbush ist strong tatsächlich, aber... Wieder rechtzeitig wird gesehen, aber... Wow, das war richtig knapp. Stun fliegt noch. Aber... Bam! Und destroyed. Schade. Ja gut. Umsonst. Ein bisschen Global Music. So, hier ist das E-Blade vom Morphling. Dachte schon irgendwie hat er ein bisschen wenig. Nur der Linkens. Aber mit dem E-Blade können sie jetzt was tun. Denn das ist halt jetzt Damage um einen Hero komplett aus dem Spiel rauszunehmen. Da die CM wird ähnlich lange überleben wie irgendjemand, der jetzt geablated wird, aber ja, damit können sie jetzt was anfangen. Damit sind auch wesentlich mehr Pickoffs nötig. Kein Nature's Prophet, der hat einfach jetzt rein die Beat. Und Action macht. Sondern dementsprechend auch einfach schnell mal gebürstet werden kann. Wenn er nicht rechtzeitig blinkt. Finden hier einen Wraith King. Oh, wenn sie da hingegangen wären, hätten sie einen Kill. Habe ich keinen Blinkdagger hier. Das gehen hier gerade aneinander vorbei.
Schauen, ob Wraith King das gehen will, aber eigentlich nicht. Mirana findet hier den Wraith King, aber Leap und Blink sind da, um das zu disengagen auf der Toplane angehen. Gegen muss Razor leider sein 10 Sekunden BKB nutzen. Ah, das kriegen sie tatsächlich hier geturnt. Brewmaster geht ran, muss splitten, schafft es zu splitten und duels dann hier. Razor geht down, Jack Ogamanga wird wohl down gehen hier. Und Jack Hero ist noch da, um das Ganze zu machen. Clap, Border Toss. Ja, haben wir keine Vision. Aber Border Toss jetzt. Clap reicht. Und Center Warner kommt nicht rechtzeitig raus. 1-2 bisher der Trade. Aber ein Brewmaster, der auch rauszipiert. Reicht es tatsächlich so. Meanwhile, Mirana kriegt den Stun anscheinend. Nee, okay, sie haben die Reincarnation geprockt und dann war das low genug, um die Mirana zu killen. E-Blade. Das ist doch einiges an Damage, den man nicht unterschätzen sollte. Sodass, wenn es hier aus den Bäumen sneaky rausgeschossen wird. Und da geht der Wraith King down. Das heißt, 3-2 der Trade bisher. Und das sind definitiv die besseren Trades hier dafür. E-Blade ist bald ready. Aber nicht nötig. Das sind die Dinge, die Northern Lions jetzt auf einmal wieder ins Spiel bringen. Wenn doch halt Swag die Leute sind, die auf einmal Kills hier abgeben. Waren sie gesplittet? Und das ist jetzt so das Ding. Swag können sich nicht erlauben zu splitten. Northern Lions sind okay, Brewmaster kommt halt auch alleine klar. Offlane kommt auch alleine klar und Center Warner, zumindest mit jemandem zusammen, hat Killing Potential auf 2 bis 3 Heroes sogar. Bei Swag ist es nicht der Fall. Swag muss zusammenarbeiten. Klar, ein Prophet wird nicht so 5-Man-Action machen, aber der Punkt ist, er muss halt auch zusammen mit jemandem Kill holen. Das heißt rein TP'en. Und das war gerade halt der Fehler, den sie nicht getan haben. Haben sich gesplittet, haben zu zweit gecampt und auch ein Wraith King, der komplett alleine ist, kann halt mal so eine Mirana holen, wenn die Mirana halt den Leap zum Dodgen des Stunts nehmen muss und dann in der Reincarnation Slow einfach poppt. Aber doch schnell gekitet. Wie gesagt, Reincarnation für den Support und danach kommt halt mal so ein E-Blade. Und da haben sie sich ein bisschen zu stark kiten lassen. Die Frage ist, ob sie den Fehler nochmal machen. Jetzt hier 3 Mitte. Nee. Das ist erstmal den Tower, der von auch nicht mehr allzu viele Leben hat. Mehr schöne Aggressive Ward von Northern Lions. Jetzt man sieht, wenn die Rotations kommen. Nämlich jetzt. Und ja, Mirana ist halt so ein bisschen dieses, okay, wir gamblen. Wir haben dann den Morphling da, der macht das Ganze, okay. Aber Mirana steht einfach nur hinten. Wenn sie einen Arrow trifft, ist halt ein tot. Aber hier könnte ein Arrow kommen. Nope. Bonk. Wurde hier gescoutet und wird wahrscheinlich noch gesehen werden, dass hier irgendwo ein Ward steht. Egal. Nächster Roshan. Für Swag. Als zweiter Roshan, der hier an Swag gehen könnte. Scheint so sein, dass sie den hier aufgeben. Ich bin gar nicht gespannt, ob sie hier schnell genug sind. Glyph ist noch vorhanden. Swag wird auch geglyphed. Allerdings, Roshan geht doch nicht schnell genug. Der Tower geht an Northern Lions. Aber Roshan ist wieder fürs Weg und wieder mit 2-3 Leben für Wraith King. Ist noch kein 4 Leben Buyback-Status, aber. Und noch keine Refresher-Zeit, aber. Tja, wieder ein Roshan und wieder müssten jetzt Northern Lions ein bisschen defensiver spielen. Klar, die haben so einigermaßen die Zeit auf ihrer Seite. So richtig komplett auch wieder nicht. Nicht das Prophet und Wraith King wären richtig hart im Endeffekt. Mit Boots of Travel, mit Refresher wird so ein Wraith King. Ja, auch mal schon mal 2 Minuten, um ihn 4-mal zu töten. Oder 5-mal. Das ist die Power von Wraith King, aber Nature's Prophet hat auch immer das Problem, dass jetzt ein BKB bauen, sonst ist halt gefundenes Fressen für den E-Blade. Wert ist er dafür? Na, noch nicht wirklich angefangen. Geht jetzt hier erstmal auf den Side of Vice. Richtige Entscheidung, hat auch nicht mehr so viel 400 Gold. Dann ist das Ding ready. Das ist auf jeden Fall eine Chance, um den Morphling hier zu bekommen. Aber. Ist ja die Frage, ob das genug ist. Ja, TP hier weg. Sicher. Und haben hier tatsächlich sogar eine richtig viel Rotation gezogen. Tja, Ward war leider ein bisschen kurz, wir mussten das zweite Ward machen. Haben wir auch gesehen, okay, Mirana ist da weggeliebt. Das heißt, da muss noch ein Tower sein. Und haben ihn dann jetzt auch gefunden. Zweite T2 geht da auch von Northern Lions und das ist jetzt so ein Ding. Das ist das Comeback von Northern Lions auf jeden Fall. Also, das ist
Die Tower, die sie gleichstellen müssen, sind auf jeden Fall die, um dem Goldgrafen definitiv ihren Vorteil zurückzukommen. Geht jetzt hier schon wieder weiter nach vorne. Und das war halt das Einzige, was sie halt wirklich abgehalten hat, richtig weit vorne zu sein. XP sind noch weit vorne. Bei Networth wird jetzt weiter nach oben gehen. Ein T-Tower, 3-Tower fehlt noch. Arrow off the mark. Sie wird sowieso nicht goen können. Tja, es ist halt die Frage, wie gut sie den Wraith King gekitet bekommen im Teamfight. Wie gut Nature's Prophet steht, um den Damage zu liefern und wie sie mit dem Razor klarkommen, der mit BKB und Eye of the Storm in der Mitte von Northern Line stehen wird und Damage machen wird. Das sind halt so die Dinge. Refresher fertig für Brewmaster. Dementsprechend im nächsten Teamfight Double Aghanim Split ready. Mirana, oh Mirana, es ist bitter, dass sie da gerade in den Ward läuft. Allerdings, ja, Morphling geht einfach raus. Mirana muss hier ein bisschen kiten, aber wird wahrscheinlich down gehen. Ja. Relativ eindeutig, aber Space Created tatsächlich. Ist doch schon 5 Leute top. Wo sie hätte jetzt die Lane rauspushen können, aber derzeit kriegen Northern Lines 2 Lanes. Ein bisschen rausgepusht. Aber trotzdem müssen beide Seiten zu den Racks zurückkommen, es sei denn, sie wollen irgendwie Base Race machen oder so. Aber ist leider noch Backdoor Collection. Ist ja bitter, aber müssen hier zurück. TP-Status ist von allen ready. Daher sollten sie vielleicht jetzt mal anfangen, zurück zu TP'en. Denn das sind Racks hier. Wollen sie vielleicht nicht so einfach aufgeben. Ah, irgendwie Morphling. Ja, Morphling kommt jetzt rein, okay. Zambit ist da, Split ist da. Die Frage ist halt jetzt, ob sie jetzt engagen können. Ob sie da was finden. Oder Toss auf Jakiro. Ist schon down. Er gewirbelt. Wraith King ist drin. Und Wraith King macht Damage. Razor. Nimmt hier fast alles raus. Brewmaster versucht sein Bestes hier zu tun. Erster Split ist draußen. Refresher und Clap Split, der nächste. Center Warner ist noch am Leben tatsächlich. Das könnte so einen Unterschied machen. Denn bisher haben Zweck noch keinen Down bekommen. Keinen, nicht mal die CM. So wie es hier ausscheint. Schön, dass dann. Und der Trade ist bisher 3 zu 0. Mit natürlich 2 Splits benutzt, aber es reicht ja auch komplett. Zack, 4 zu 0. Puh. Und ja, 2 Reincarnations. Plus einiges. Das ist einiges. Haben die Northern Lions gezeigt, dass auf jeden Fall der Teamfight ist bei ihnen. Aber war auch von Zweck ein bisschen. Sie wurden komplett von dem Brewmaster Ulti zerstört hier. Auf der Seite. Der Fight ging hier und Wraith King war hier und wurde vom kompletten. Mit Razor zusammen halt auch hier dann. Gefightet. Haben sich halt auch wieder aufgesplittet. Aber gut, gegen Brewmaster, was willst du? Irgendwas muss ja sein. Ja, Makrofire ist doch schon gewisser Wave Clearer. Center Warner sollte aber aufpassen, dass er vielleicht nicht gegen den Tower suicidet. Aber es scheint eine Trap zu sein mit der Crystal Maiden, nein. Die auch ihr BKB bald schon fertig hat. Ah, Prophet findet aber keinen. Hat hier. Oh, findet eine Regen-Rune. Das ist natürlich super hier. Morphling, kein Replika, aber hat natürlich auch genug. Geht jetzt hier wohl auf Scuddy. Oder kann sich nicht ganz entscheiden anscheinend. Tja. Zweck haben wir die irgendwie gelernt, okay. Direkter Teamfight auf Highground mit der Aegis reicht nicht. Von daher müssen wir uns das anders ausdenken. Entweder eben Splitpush mit dem Nature's Prophet, was aber gegen Morphling relativ schwierig ist. Besonders wenn er halt einfach das hier macht und einfach mal so den Razor alleine angeht. Ist hier gehext. Aber dort ja, wieder einfach raus. Das ist natürlich auch doof. Und der hat doch nichts, was da durchgeht. Das Ding hat halt irgendwie auch 20 Armor bei 3000 Leben. Und eine Linkins. Daher haben sie da einfach kaum Chancen, da rauszukommen. Mirana auch schon wieder. Lucky, also schöner Triggerfinger, um da wegzukommen. Allerdings wird hier erstmal. Ich glaube, da wird sie nicht rauskommen. Mono Shadow geused. Aber. XP
Split und Nature's Profit geht dafür down. Sehr schöner Trade, auch wenn hier die Mirana mit einem Triple Multicast down geht. Nochmal schön hochgewirbelt. Und naja. Die Trades passen schon soweit. Nächste Roshan spawnt in einer Minute Potential Spawn Time. Und Morphling wird halt einfach nur noch fetter. Wird wohl ein Skadi sein, wahrscheinlich. Ich kann auch auf Degen gehen. Keyblade Degen. Immer legit. Nee, das ist zu viel Damage für alle. Aber hier 360 CS gegen 200 von der Nature's Prophet ist halt schon übel. Besonders der Wraith King, der eigentlich der Carry ist, hat Morphling fast doppelt so viel CS. Ist aber auch dafür fast 6-slotted. Und das wird halt die Zeit sein. Wenn sie mit einem... Da hatte der Ogre Major definitiv Glück gehabt, dass er da nicht gesehen wurde. Ja, was ich sagen wollte war, die Northern Lions haben halt das Fenster, okay, Morphling ist fett. Morphling ist definitiv hier 6-slotted gleich. Das Problem ist halt, können sie in der Zeit, wo er 6-slotted ist und ab dahin halt per Definition nur noch abnehmen wird, können sie mit dem was reißen. Sonst wenn jetzt ein Wraith King halt den Abyssal Blade hat und dann eventuell den Morphling locken könnte. Ist ja die Frage, ob sie damit jetzt was machen können. Rana baut auch auf Diffu. Auf gegen Höhe gegen Razor ganz gut. Ups. Wird Morphling gefunden und Razor sollte hier vielleicht aufpassen, dass er da nicht auch noch rein gerät. Besonders. Ja, 15 Sekunden noch bis down, aber gut, okay. Juckt hier ein bisschen rum. Hat keinen Damage mehr. Doch minus 200 und immer noch Damage. Aber sehr aufpassen. Wraith King wurde gefunden in der Mitte. Ich glaube, es used und ich glaube, das ist genug Damage, so wie es hier scheint. Versucht hier noch ein paar Leute mitzunehmen, aber ist genug Damage. Schöner Sniping Arrow. Und Morphling ist drin, sie sind auch schon in der Rex. Das sieht tatsächlich jetzt hier nach dem Unterschied aus, den Northern Lights gebraucht haben. Jetzt ist es auf einmal Center Warner. Steht am Tor und bekommt hier anscheinend alleine fast Rex. Ja, wird hier auf jeden Fall rausgenommen. Boots of Flavor ist anscheinend tatsächlich, also ist leider von Brewmaster hier. Und ja, suddenly Team Wipe und Rex für Northern Lions. Zumindest, ja. Range Rex, Midi Rex gehen hier auch down. Double Buybacks, aber. Schnelles BKB. Müssen jetzt hier versuchen rauszukommen, aber können halt auch in 2 Sekunden turnen. Wahrscheinlich. Ja, Brewmaster ist dafür ready und. Ja, turn jetzt hier, Arrow fliegt, Mist. Ja, lag natürlich. Ah, ich glaube, der hast den Arrow nur verschossen. Nein. Na klar, lag. Nee, aber ja, haben jetzt hier Rex bekommen und ich glaube, das sollte auf jeden Fall genug sein, halt, um den Morphling. Let's. Können nie genug Ultimate Ops haben. What? Ich habe das Gefühl, für den Chivas, für den Skadi braucht man nur 2 Ultimate Ops. Ich bin auch eigentlich ziemlich sicher, dass er nur 2 braucht, aber hey. Vielleicht will er seinen Head of Midas nachher durch einen Hexe ersetzen oder sowas. Oder ein zweites Scuddy, keine Ahnung. Okay, vielleicht kann er das auch noch verkaufen. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Naja. Es sieht so aus, als ob es keinen Unterschied mehr machen würde. Clap, Stun, Damage ist vorhanden. Ja, 80 Sekunden unsere Sidelands nach dem Buyback. Ist schwierig. Einiges sind nämlich von Multicasts, aber es reicht halt auch nicht. Chris Mage zieht einfach hin, BKB. Kriegt auch den sogar den Kill. Für ihre Aufwand. Und nicht mal Wraith King schafft es irgendwie Damage drauf zu machen. Ogre Major geht hier down. CM wurde low, aber wird sogar noch vom E-Blade da quasi vorsorglich gerettet und das sollte die zweite Lane of Rex sein und GG von Spec, die hier gegen den Morphling keine wirkliche Antwort hatten und der ihnen das komplette Spiel weggefarmt hat. Das war das Halbfinale in der ESL Thinkfast Razor League Qualifiers 3 zwischen Northern Lions und Swagger Dudes, Swaggy Dudes. Und ja, wir sehen uns im nächsten Spiel im Finale zwischen
Northern Lions. Und mal schauen, ob 3D Max gegen Dingens hier fertig ist. You know. 3D Max gegen Zero. 3D Max hat ist auch schon fertig. Dementsprechend gehen alle zwischen 3D Max und Northern Lions. Stay tuned.